Hallo und herzlich willkommen bei Sina im Garten. Ich habe heute Tomaten geerntet und bevor ich die gleich verarbeite, habe ich mir gedacht, ich mache mal eine kleine Sortenübersicht. Hier sind, meine ich, 13 Sorten. Nur eine einzige ist nicht dabei. Das ist die Nonna Antonina. Gerade sind keine Tomaten von dieser Sorte reif. Ja, dann fange ich mal hier bei den gelben und grünen an. Zum Beispiel diese Sorte Mango Django. Von der Sorte bin ich mega begeistert. Sehr ertragreich. Und hat aber leider sehr, sehr wenig Samen. Also ich habe heute Morgen so eine Tomate aufgeschnitten und da waren, glaube ich, gerade mal 5, 6 Samen nur. Der Name ist ihr zu Recht vergeben worden. Mango Django, wenn man die aufschneidet, ist wirklich Fruchtfleisch wie bei einer Mango. Also sehr, sehr lecker. Eine meiner besten Sorten dieses Jahr, gefällt mir sehr gut. Genauso auch neue Sorten, das sind diese Tomaten hier. Die Tomate Kellogg's Breakfast. Ja, auch eine gelbe Fleischtomate. Nicht so ganz ertragreich, aber wenn die was dran hängen hat, dann sind das ordentliche Brummer. So wie auch diese Tomate hier. Davon haben wir auch eine ganze Menge schon gegessen. Die Pflanze hat auch ein Laub wie bei den Kartoffeln. Dann die grüne Sorte. Birkeleiter Dai Green. So hängen die Tomaten an der Rispe. Auch eine sehr gute Tomate. Ich glaube von den grünen die zweitbeste, die ich hier hatte. Die ist noch nicht ganz reif. So, leider sind sie nicht alle gleich. Also die sind sehr, sehr verschieden. Dann Orange Russian. Eine gelb-orange Ochsenherztomate. Sehr zartes Fruchtfleisch. Sehr leckere Tomate. Und dann kommen wir zu Brett's Atomic Grape. Ich habe davon zwei Pflanzen gepflanzt und zwei bis drei triebig gezogen. Die hat so viele Tomaten, diese Sorte. So hängen die dran an der Rispe. Ich glaube vom Geschmack her, von den grünen und von Naschtomaten, die allerbeste. Sogar besser als Rutje. Das ist die Rutje Cocktailtomate. Von der Rutje-Sorte habe ich an ganz viele Leute Samen verschenkt und auch Pflanzen verschenkt. Und jetzt bekomme ich Feedback. Alle sagen, das ist eine mega leckere Tomate. Also wirklich alle. Und ein Mädchen hat sogar zu den Eltern gesagt, die isst keiner, die esse nur ich. Sehr leckere Tomate. Sehr viel dran. Aber gerade habe ich nicht alle abgeschnitten, weil oder nicht alle abgeerntet, weil Rutje ist sehr gut lagerfähig. Die hält sich sehr gut und ich habe ja jetzt hier genug Tomaten. Von daher lasse ich die erstmal noch am Strauch hängen. Ja, die Brett's Atomic Grape. Eine der besten Cocktailtomaten. Empfehle ich jedem. Sehr ertragreich, sehr lecker. Mega. Und wenn sie in voller Sonne hängt, sieht das sogar sehr, sehr, sehr ansprechend aus. So, das ist dann die Xanadu, eine andere grüne Tomate. Von der war ich die letzten Jahre so begeistert. Aber nachdem ich jetzt Birkeleiter Dai Green getestet habe und jetzt auch die Brett's Atomic Grape, ist das ein Platz nach hinten gerutscht. Hat aber auch was. So. Dann Feuerwerk. Sehr leckere Tomate. Fleischtomate. Gefällt mir sehr gut. Manche Tomaten sind wie, haben so eine Ochsenherzform.
Also bin ich auch sehr begeistert. Dann habe ich hier, das ist eine namenlose, beziehungsweise das sollte mal eine gelbe sein. Und das war eine Tomate aus letztem Jahr oder vorletztem Jahr sogar. Das ist die Tomate, Ochsenherztomate, die so immer so nach Wasserdurst aussieht, als ob sie immer durstig ist, die Pflanze. Aber hat sehr, sehr große Tomaten. Da habe ich eine große geerntet, war 570 Gramm schwer. Und es hängen noch ganz viele dran. Also sehr gute Tomatensorte. Dann habe ich hier, ich fange erst mit dieser an, Sergeant Pepper. Eine der schönsten dieses Jahr, finde ich. Noch schöner als die Rebel Starfighter Prime, weil die diese Farbe hat. Mega. Und schmeckt auch sehr gut. Leider werden die Pflanzen aber nicht so hoch. Ungefähr 1,40 Meter, 1,60 Meter, dann hört sie auf. Also so ähnlich der Wuchs wie bei Siberian Tiger. Manche sehen so aus, manche dann so. Also eine der besten Tomaten. So, und das sollte auch eine Sergeant Pepper sein, aber sie hat auch teilweise so ein, na jetzt sehe ich es hier nicht. Sie hat auch teilweise so einen dunklen Kragen. Die ersten Tomaten waren riesengroß, also riesig groß. Und hatte so schöne runde Form, also größer als diese und ungefähr in der Form. Sehr leckere Tomate, also mein erstes Kuckucksei dieses Jahr. Eine unbekannte Sorte oder irgendeine Kreuzung von der Sorte. Also die pflanze ich nächstes Jahr auf jeden Fall dazu. Und dann komme ich zu Rebel Starfighter Prime Sorte und Rebel Starfighter VT16. An beide Sorten habe ich ganz große Ansprüche gehabt, ganz große Erwartungen. Die sehen schon spektakulär aus. Wunderschöne Tomaten. Wirklich ganz, ganz wunderbare Oberfläche. So marmoriert. Aber vom Geschmack her finde ich die nicht so gut. Also irgendwie finde ich, dass die so mehlig sind. Und wenn man den perfekten Erntezeitpunkt verpasst, besonders bei den grünen Tomaten, dann sind sie matschig. Richtig matschig und absolut nicht genießbar, sage ich mal. Diese Tomaten. Rebel Starfighter VT16. Die ist reif. Und weil diese Tomaten mir nicht so gut geschmeckt haben, habe ich die sehr oft links liegen lassen. Also dann habe ich lieber die geerntet oder die Ochsenherztomate oder die hier. Die und besonders lecker diese Tomate. Und wie sieht es bei euch aus? Habt ihr dieses Jahr irgendeine herausragende Sorte dabei gehabt oder auch ein paar Sorten, von der ihr enttäuscht gewesen seid? An meinen Tomatenpflanzen hängen noch einige Tomaten dran. Also ich denke, dass wir noch mindestens bis Mitte, Ende Oktober Tomaten haben werden. Vor allem Nona Antonina und Ochsenherztomate und auch die Tomate, da sind noch so viele dran. Und auch die. So eine ertragreiche Sorte. Die ersten zwei Blütenrispen, da habe ich gedacht, das war eine Fehlentscheidung. Da waren nur ein, zwei Tomaten dran. Aber dann weiter oben, also das war genial. So viele Tomaten. Und die hält sich auch. Wenn man die geerntet hat, kann sie bestimmt bis zu einer Woche mindestens liegen. Ja, ich mache gleich Tomatensaft draus. Und jetzt wie immer mit euch Vasina. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag oder schönen Abend. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!